Wölfe greifen an, my Lord! Ja, hallo und willkommen zurück, liebe Zuhörer. Also, hier sitzen wir wieder bei den P&P-Geschichten aus der Gruft des Barons. Welcher Geschichte möchte ich mich heute widmen? Ja, tatsächlich keiner, die ich bisher zumindest persönlich erlebt habe. Wer den Titel des Videos gesehen hat, es geht um das DSA 5. Edition Abenteuer Ewiger Hass, das ich mir vor kurzem mal gegönnt habe, denn es befasste sich zumindest vom Klappentext her mit einem Thema, das ich sehr ansprechend fand, nämlich der Ursache für den jahrhundertelangen Krieg, Konflikt kann man sagen, es ist ja kein andauernder Krieg, den Konflikt zwischen Andergast und Nostrial, den streitenden Königreichen. Und da um die Ursache dieses Streites soll es gehen. Und das hatte mich direkt gepackt. Also her mit der PDF-Version davon, aufs Tablet und reingeguckt. Und danach habe ich mir die Rezension des Buches angeguckt. Und sie waren durchgehend alle sehr positiv. Meistens waren es 5 von 6, 4 von 5 Sternen, so in Richtung. Jeder hatte so seine Kleinigkeiten zu bemängeln. Und ich muss sagen, ich find's nicht so gut, wie alles dastehen lassen. Bevor ich darauf zurückkomme, warum, gehen wir einfach mal kurz das Abenteuer durch. Das Ganze beginnt sehr standardmäßig, je nachdem, ob die Gruppe, es ist übrigens kein Anfängerabenteuer, es ist durchaus für fortgeschrittene Helden gedacht. Und je nachdem, ob die Helden entweder aus Andergast oder aus Nostria kommen, wenn sie entweder vom Sumen Abogast dem Alten oder der Obristin Roniane Krennelwind angeheuert. Wobei der Sumer einen jungen Druiden suchen lässt, der verschwunden ist, und die Obristin einen Spättrupp vermisst. Je nachdem eben, aus welcher Richtung man kommt, begibt man sich in das Grenzgebiet dann der beiden Königreiche. Es gibt einige sehr passende Szenen unterwegs, die beschreiben, wie das Leben dort ist, wie dieser Konflikt sich auszeigt, wie er sich quasi schon wirklich in das Leben der Menschen integriert hat. Eine sehr zutreffender Moment für mich ist, wo Kinder aus zwei jeweiligen Dörfern, einerseits zu Andergast und andererseits zu Nostria gehörend, traditionell sich gegenseitig auf einem Hügel, den jedes Dorf für sich beansprucht, naja, mit angespitzten Stöcken und Holzschwertern und Steinen gegenseitig an die Kehle gehen. Und in der Szene kommt es sogar so weit, dass zwei junge Kinder sterben. Ich spreche wirklich von jungen Kindern. 12 Jahre plus minus ein paar. Die Kinder wissen wahrscheinlich teilweise nicht mal unbedingt, warum sie das eigentlich machen, sondern machen es eher aus Tradition. So. Dieser gesamte erste Teil, dieses vom Auftraggeber zum Kern der Sache, sage ich jetzt mal, ist für mich sehr gelungen. Die Helden machen sich jetzt auf den Weg, fahren ein bisschen rum, werden dann drauf und stoßen dann da jeweils darauf, dass entweder der Druide oder eben der Spättrupp im sogenannten Bannland verschwunden sind. Das ist ein Gebiet in der Waldwildnis zwischen den beiden Königreichen, das von Goblins als, naja, zu betreten verboten verzeichnet ist. Jetzt müssen aber die Helden dahin, also gehen sie dahin und, wie zu erwarten, begegnen sie einer Gruppe von Goblins, die sie am passieren hindern will. Da bietet das Abenteuer jetzt die Option, entweder verhandeln die Helden und werden durchgelassen oder müssen sich eben den Weg freikämpfen. Alles klar. Dann erreichen sie eben den Wendepunkt des Abenteuers, wo es im Grunde in den zweiten Teil übergeht, eine Quelle. Und an dieser Quelle treffen sie eine vermeintliche Nymphe, die sie vor einem wütenden, lebenden Baum, der an der Quelle steht, mehr oder weniger rettet in ihre Welt. Und es stellt sich heraus, dass diese Nymphe, die Heldengruppe und vorher wohl auch die Vermissten durch diesen Teich gelockt hat, und zwar in ihre eigene Minderglobule. Denn diese Fee, genannt Lyranide,
herrscht jetzt mittlerweile alleine, vor allem mit ihrer Schwester, die sie dann im Anflug des Hasses und des Zorns getötet hat, über diese kleine Taschenwelt, die im Grunde nichts anderes ist als ein zwischen zwei Bergmauer, zwischen zwei Felswänden gelegenes Tal mit einem Hügel in der Mitte und natürlich ein dichter Wald, ein kleiner See und so weiter und so fort und ein ungefähr 20, 30 Schritt hoher Turm, in dem die Feenherrscherin selbst wohnt. Und sie herrscht über diesen Ort und aus irgendeinem Grund, ich verrate jetzt explizit nicht warum, für den Moment, aus irgendeinem Grund hat sie die Angewohnheit entwickelt, Leute in ihre Welt zu ziehen und dort gegeneinander antreten zu lassen für ihre eigene Unterhaltung. Sie ist eine Fee, sie ist sehr launenhaft, ihr wird schnell langweilig, also muss immer wieder mal was kommen. Deswegen braucht sie immer wieder neue Streiter. Deswegen wählt sie sich auch hin und wieder mal einen neuen Liebhaber aus den in dieser Welt Gefangenen aus, Leute, die sie interessant findet, weil sie neu sind oder weil sie etwas Besonderes geleistet haben. Und da es hier um den Konflikt zwischen Andergast und Nostria geht, hat es sich natürlich ergeben, dass sie eine ähnliche Anzahl von Andergastern und Nostriern im Laufe der Zeit entführt hat. Und wir reden hier von einem Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren. Denn in dieser Minderglobule vergeht die Zeit etwas anders. Während in der Taschendimension vielleicht ein Tag vergeht, vergehen Monate in der echten Welt. Sodass zwar auch hier bereits Leute seit 20 oder 30 Jahren gefangen sind, aber dabei bereits Jahrhunderte quasi ihrer Zeit, beziehungsweise Jahrhunderte in der Zeit vorausgeeilt sind, der sie eigentlich gelebt haben. Nun gut, in diesem Teil wird erstmal die Feendame vorgestellt, es werden die verschiedenen Lager vorgestellt in dem Abenteuer. Wobei die beiden Seiten größtenteils vertreten werden durch ihre drei Hauptleute jeweils, die ein bisschen copy-pasted sind, wie ich finde. Beide Seiten haben im Grunde einmal den erfahrenen, aber stoischen Anführer, dann die jeweilige rechte Hand, die loyal zu dem Anführer steht, und einen Zauberkundigen. Auf der einen Seite ist es ein andergastischer Kampfseminar-Magier, auf der anderen eine Hexe. Über beide wird jeweils hinter ihrem Rücken von den eigenen Leuten schlecht geredet, aber natürlich will niemand auf die magischen Fähigkeiten verzichten. So, wie sieht nun der Alltag in dieser Welt aus? Nun ja, die Fee möchte unterhalten werden, also veranstaltet sie fast täglich Kämpfe zwischen den Leuten. Diese Kämpfe sind brutal, sind kurz und laufen meistens so lange, bis eine Partei gewinnt. Heißt das, naja, es klingt ja jetzt so, als ob das schnell vorbei wäre. Ihr müssten bald die Leute ausgehen, denn sie hatten ungefähr so 3 Dutzend auf jeder Seite. Aber das stimmt nicht, denn die Fee hat eine enorme Macht in ihrer kleinen Taschenwelt. Sie ist quasi Freizauberin. Sie kann im Grunde beinahe tun, was sie möchte. Unter anderem hat sie eben auch eine ganze Reihe von Hilfskreaturen, die auch in dieser Welt leben. Oftmals in den meisten Fällen dargestellt durch, es sind riesige Schaben oder eben kleine von Pusteln übersäte Motten, die hier zum Beispiel als Beobachter gelten. Oder auch ekelhaftes Krabbelgetier, die als Heiler fungieren, denn nach jedem Kampf werden die kurz vor dem Tod stehenden oder schwer Verletzten von diesen Wesen auf recht unangenehme Weise, zumindest wird das so im Abenteuer beschrieben, geheilt. So bleiben den Kämpfern zwar Narben erhalten, aber sie können trotzdem kurze Zeit später weiterkämpfen. Die Fee verbietet auch mehr oder weniger endgültige Todesschläge durchzuführen, das heißt so etwas wie der Versuch im Kampf jemanden zu enthaupten, das wird nicht gern gesehen. Und die Bewohner dieser Minderglobule tun das Tag ein, Tag aus und sind geradezu besessen davon, diese jeweils andere Seite endlich zu besiegen, beziehungsweise immer wieder zu bekämpfen und leiden zu lassen. Sodass sie sich gar nicht mehr wirklich fragen, warum sie das unbedingt tun. Neben diesen beiden kämpfenden Parteien gibt es noch eine kleine Rotte von Goblins, die ebenfalls dort ist und mal auf der einen, mal auf der anderen Seite kämpft. Da gibt es einen sehr wütenden Ork, der größtenteils für sich bleibt.
einen sehr resignierenden Rondra-Geweihten, der größtenteils für sich bleibt, und einen in Selbstmitleid badenden alanfarnischen Geranten, der auch eigentlich für sich bleibt, aber ab und zu mal sich dazu überreden lässt, mit seiner Armbrust mal hier mal da irgendwo hinzuschießen. Der übrigens auch eigentlich schwer in die Fee verliebt ist, auch zeitlang ihr Liebhaber war, aber da er ihr schnell langweilig wurde, hat sie ihn halt eben für ihn wieder fallen lassen. Ja, es geht jetzt also hin und her, es gibt einige Sachen von den jeweiligen Parteien zu erfahren. Unter anderem führt eben der Rondra-geweihte Buch darüber, wann Leute jeweils hierher kamen, quasi welches Datum bei ihnen war, als sie reinkamen und wie lange sie schon dort sind. Also auf diese Weise können die Helden etwas darüber erfahren, wie die Zeit in der Welt vergeht, in der sie sich befinden. Die Fee selbst stellt sich übrigens, da sie von dem Rondra-Geweihten auch eine Zeit lang fasziniert war, gerne als eine Repräsentantin Rondras da, als eine oder als die Göttin des Krieges selbst. Und viele der Bewohner sind einfach dazu übergegangen, das so zu akzeptieren und sie wirklich als solche zu betrachten. Und die Atmosphäre in dem ganzen, in der ganzen Welt wird als recht düster dargestellt. Da die Zeit hier auch unterschiedlich verläuft, weil da gelten auch die Regeln, dass die Bewohner dieser Welt weder Hunger leiden noch Schlaf brauchen. Sie müssen zwar noch trinken, aber zumindest die anderen beiden Sachen, darauf können sie verzichten. Und es herrscht ein mehr oder weniger ständiges Zwielicht. Denn der Himmel dieser Welt ist von dunklen Ranken überzogen, die nur an einigen wenigen Stellen Licht durchlassen. Diese Ranken tauchen immer wieder mal auch sonst an anderen Stellen auf. Und naja, also im Grunde ist es die Mission der Helden, da erstmal wieder rauszukommen. Wie machen sie das laut Abenteuer? Ja, sie fragen ein bisschen rum und letztendlich so erfahren sie dann auf die eine oder andere Weise, dass es wohl einen Durchgang auf der Spitze des Hügels gibt, den die beiden Parteien jeweils quasi, um den sie jeden Tag kämpfen. Ja, auf der Spitze des Hügels ist übrigens eine große viereckige hölzerne Säule, wo jeden Tag, wo nach jedem Kampf ein Schild angebracht wird, welche der beiden Parteien gesiegt hat. Und die Fee lässt das einfach bei Bedarf immer weiter hochwachsen. Oben eben auf, in der Nähe der Spitze des Hügels, scheint sich wohl jedes Mal nach dem Kampf eine Spalte zu öffnen, die ein Mensch durchaus hineinkriechen kann. Und in diese Spalte fließt das vergossene Blut des Konflikts hinein. Und der Auftrag der Helden ist es, eben, naja, was müssen sie tun? Okay, vielleicht muss ich jetzt an dieser Stelle einmal ausholen, warum das Ganze alles passiert. Diese Welt, wie sie da eben ist zwar nicht immer so, sondern sie wurde durch den Hass korrumpiert, kann man quasi sagen. Und dieser Hass hat Gestalt angenommen in Form dieser dunklen Wurzeln, die überall dort in diesem Tal zu finden sind, und einer Kreatur, die tief unter der Erde eben lauert. Um freizukommen, muss also mehr oder weniger die Fee vom Einfluss dieser Kreatur befreit werden. Und das gelingt eben nur durch einen vorübergehenden und das gelingt eben nur, wenn diese Kreatur vernichtet wird. Diese Kreatur kann allerdings eben nur erreicht werden durch diese sich manchmal öffnende Spalte. Und das ist mit so einem Punkt an der Stelle, wo ich mich frage, warum das Abenteuer sich so große Mühe gibt, dass die Helden unbedingt irgendeine Konfliktlösung finden müssen zwischen den beiden Parteien. Es wird explizit gesagt, ja, es kann auch einfach so sein, dass die Helden sich einer Seite anschließen, in einem Kampf teilnehmen und sich bei passender Gelegenheit einfach von dem Gemetzel absetzen und in diese Spalte hineinkriechen. Das heißt, vieles von dem diplomatischen Hin und Her, dass das Abenteuer zu erwarten scheint, muss überhaupt nicht stattfinden. Zumindest nicht zwischen den beiden streitenden Parteien auf die Einzel-NPCs, die sich größtenteils heraushalten, ja. Mit
denen müssen sich die Helden verständigen, denn bei denen liegen in den meisten Fällen die brisanten Informationen, die sie brauchen, um überhaupt herauszufinden, wo sie hin müssen. Aber das Ganze soll ja im Grunde eine Mini-Darstellung dieses ewigen Streites zwischen Andergast und Nostria sein. Nur finde ich, ist er gar nicht mal so sehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Helden. Er wird zwar etwas dahin gezwungen, weil die Fee ja sie letztendlich dorthin in diese Welt zieht, um sie daran teilnehmen zu lassen. Aber sie wirkt für mich viel zu, also sie wird oftmals als kindisch bezeichnet und immer wieder sagt man, dass sie eigentlich teilweise kaum Aufmerksamkeit schenkt dem, was gerade passiert oder sehr leicht abzulenken ist. Also erscheint sie mir, so wie das Abenteuer sie beschreibt, nicht als wirkliches Hindernis dafür, dass die Helden, sobald sie die Informationen haben, die sie brauchen, ganzen Rest einfach fahren lassen. Also wie dem auch sei, das Finale des Abenteuers ist eben, die Helden kriechen durch einige hohle, Meter Durchmesser, große Wurzeln tief unter die Erde und treffen dort in einem höhlengroßen Wurzelklumpen. Höhlengroß ist, finde ich, auch eine etwas vage Beschreibung. Dann den Avatar des Hasses. Ich habe aber an dieser Stelle irgendwie das Gefühl gehabt, der Autor hätte die Verfilmung von Stephen Hawkings, wollte ich schon sagen. Also die Verfilmung von It gesehen. Sich gedacht, alles klar, da ist ein großes Insekt in einer Höhle und es kann sich in Dinge verwandeln eigentlich. Denn sie bekämpfen effektiv ein großes Insekt in einer Höhle, das den jeweiligen Helden aber in einer Gestalt erscheint, die sie besonders hassen. Entweder ein hilfloser, irgendwie so ein stiller, hilfloser Hass oder wirklich brodelnder Zorn, der zum Töten antreiben soll. Inwiefern das der Gestalt hilft, na gut, vielleicht kämpfen Helden unkontrollierter. Nur diese Kreatur ist sehr ortsgebunden. Nicht nur in der Höhle, sondern ich glaube, es wird sogar ein relativ fixer Punkt beschrieben, wo sie sich nur bewegen kann. Also doch, ich glaube, es war die Höhle. Es kann sich nur diesen Knollen herumbewegen. Und wenn die Helden alle aus einer Richtung rauskommen, sie wären sehr dämlich, sich an dieser Stelle aufzuteilen. Es wird aber beschrieben, dass die Kreatur sie einzeln angeht und entsprechend anderer Gestalt. Aber ich sehe einfach nicht, wie das jemals irgendwie passieren könnte. Denn warum sollten sich die Helden an dieser Stelle aufteilen? Und wenn sie zusammen unterwegs sind, ja gut, jeder sieht was anderes, aber jeder weiß, was er anzugreifen hat. Wie dem auch sei, abhängig davon, wie die Helden vorher reagiert haben, vorher agiert haben, nicht reagiert haben, ist eben dieser Avatar des Hasses auf normaler Stärke, weil sie einfach nur quasi an einem Konflikt teilgenommen haben, der dort vorherrscht. Er ist entweder verstärkt, weil die Helden tatsächlich aktiv an diesem Konflikt nicht nur beigetragen haben, sondern ihn noch verschlimmert haben. Oder der Avatar ist geschwächt, weil die Helden tatsächlich zwischen Parteien vermittelt haben, um einen auch nur zeitweisen Waffenstillstand zu ermöglichen. Also das ist so der einzige Punkt, wo ich sehe, warum so Abenteurergruppen überhaupt ein Interesse daran haben sollten, sich allzu sehr darum zu bemühen. Denn schließlich wird von sehr schnell klar, okay, die Leute sterben dort eigentlich nicht. Also ob sie jetzt noch ein, zwei Tage länger sich abschlachten oder nicht. Na gut, also Avatar des Hasses gemeuchelt, an Helden an die Oberfläche zurückgekehrt. Die Fee zeigt sich reumütig, verjüngt all jene, die hier waren, und wie gesagt, einige waren schon 20, 30 Jahre dort. Sie verjüngt sie zumindest auf das Alter zurück, das sie hatten, als sie in ihrer Minderglobule ankam. Und alle Leute kehren zurück und sind teilweise 1000 Jahre später in einer, na gut, das sind die Streit im Königreich, nicht allzu veränderten Welt. So, das ist also so im Groben der Plot des Ganzen. Was finde ich gut? Wie gesagt, der erste Teil, sehr stimmungsvoll gehalten. Was viel loben, der sehr frei gehaltene zweite Teil, wo es diesen Konflikt gibt in einer kleinen Taschenwelt, den es zu lösen gilt. Zum einen, wie gesagt,
Ich hatte nie das Gefühl, dass man ihn unbedingt zu lösen hat, dass man ihn unbedingt lösen brauchte. So wie es sich las, konnte man ihn ruhig vonstatten gehen lassen und nur die NPCs ansprechen, die eh außerhalb dieses Konflikts stehen. Zweitens, dafür, dass die erste vermeintliche Schurkin, die Fee Loranide, war Lyranide, ist mit dem Y am Anfang, als sehr launisch und mit wenig Geduld und wenig Aufmerksamkeitsspanne quasi kindlich beschrieben wird, wird sie, finde ich, überraschend wenig zufriedengestellt. Gut, vielleicht ist das auch wieder ein Aspekt des Kindlichseins, aber sie sucht nach immer neuer Abwechslung in Form von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den zwei Parteien. Aber außer dem rapiden extremen Jahreszeitenwechsel, der regelmäßig vonstatten geht, erscheint mir nicht allzu viel an Veränderung zu sein, und das Ganze läuft schon 30 Jahre. 30 Jahre lang jeden Tag dieselben 30 Leute, die aufeinander einschlagen. Da hätte mir an meine, also mir persönlich ein bisschen mehr an Variation gefehlt, die die Fee in die ganze Sache hineinzuwerfen vermag. Sie ist ja, denn sie wird als sehr, sehr nicht allmächtig, aber als enorm mächtig und in dieser Dimension beschrieben. Das heißt, sie hätte das Schlachtfeld in meinen Augen durchaus viel mehr variieren können. Gut, jetzt mag sein, sie hat einfach nicht viel erlebt. Also sie hat einfach keine Vorstellung von anderen Landschaften oder anderen Formen des Kriegsführens. Sie hat eigentlich eine sehr, sehr verworrene Vorstellung davon, was Krieg ist. Und deswegen, das ist vielleicht ein Problem. Aber da hätte man vielleicht auch einfach mal ein paar exotischere NPCs. Ich meine, wir haben einen Alan Fahner, ja. Warum also nicht einfach sagen, dass die Fee von einem Tag auf den nächsten die gesamte Welt in einen wirklich massiven tropischen Dschungel verwandelt? Mit all den giftigen Lebewesen, von denen ihr der Alan Fahner erzählt hat. Alles natürlich in extrem überspitzter Form, denn er hat es in extrem überspitzter Form dargestellt. So etwas stört mich persönlich. Die Idee der Minderglobule ist, habe ich das Gefühl, genommen, um diesen Konflikt erleben lassen zu können, ohne wirklich, dass es ein einf längere, wirklich, dass es eine echte Auswirkung auf Aventurien hat. Und das bereits einige Male bei DSA 5 Abenteuern benutzt worden ist. Ich muss sagen, es gefällt mir aber nicht, aber okay. Aber wenn man schon so etwas nimmt, eine kleine Taschendimension, die sehr gut, sehr schnell wandelbar ist, davon finde ich, nimmt dieses Abenteuer nicht, also, es nutzt es nicht hinreichend aus. Und dann mein zweites und wirklich größtes Problem an dem Abenteuer ist, ich bin wirklich massivst enttäuscht von dem Aufhänger. Ich hätte mich sehr gefreut, dass es hieß, es geht um den Ursprung des Hasses zwischen Andergast und Austria. Zwei Nationen, die sich seit 1000 Jahren permanent immer wieder an die Kehle gehen, mit den furchtbarsten auf die furchtbarsten Arten und Weise, die sie kennen. Und um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber auch wenn, irgendwie bin ich trotzdem enttäuscht. Denn was ist der Ursprung? Ich hatte ja erwähnt, es gibt diesen Avatar des Hasses. Und dieser ist quasi eine Manifestation eines uralten Grolls, einer unsterblichen schlafenden göttlichen, naja, einer Insektengottheit aus einem vorangegangenen Zeitalter, die in diesem Gebiet existierte und die einfach nur, die dann quasi in Schlaf verfiel, aber angepisst war, dass ihre Macht schwand, als das Zeitalter der Vielbeinigen und Insekten zu Ende ging. Und dieser Hass war so stark, dass er sich ins Land gefressen hat. Und um diesen Hass zu bändigen, haben die Tierkönige von Hirsch und Auerochse, die auch sehr eng mit einem der jeweiligen Königreiche verbunden sind, erst in sich aufgenommen und deswegen einander gehasst. Und dann, als die menschlichen Siedler in die Region kamen, haben
Jeweils der Hirsch und der Auerochs sein Bündnis mit einem der Herrscherhäuser gemacht, der Siedler gemacht, der Anführer damals noch, und damit einen Teil dieses Hasses auch auf diese Siedler übertragen. Sodass dieser im Land verankerte Hass jetzt alle Menschen, die dort leben, von ihnen allen Besitz ergreift. Es wird sogar explizit gesagt, Menschen, die die Natur verbundener sind, werden stärker davon betroffen. Und ich bin einfach nur enttäuscht. Ein 1000 Jahre währender Konflikt, in dem Gott weiß, wie viele gestorben sind. Und die Erklärung ist, ein ominöses Böses von früher. Es ist einfach nur faul. In meinen Augen. Wir sind Menschen. Wir sind zu furchtbaren Dingen fähig und das macht menschengeborenes Böse um so vieles schlimmer. Es macht es um so viel potenter als Mittel in der Literatur, wenn man furchtbare Dinge beschreibt und dann für den Leser oder in diesem Fall die Spieler klar wird, dass diese Dinge menschengeboren sind, dass unser Eins das verursacht hat. Aber nein, hier sind wir scheinbar grundgute Leute, die einfach nur verdorben sind durch diese ominöse, fremde, uralte Entität. Natürlich ist er noch eine Insektenentität. Das macht sie noch unmenschlicher, noch fremder für uns. Und ganz ehrlich, ich bleib dabei, warum? Gucken wir uns Europa an. Wir haben es auch geschafft, uns die Jahrhunderte gegenseitig aus keinem Grund auf die Fresse zu geben. Genau das könnte man auch in den streitenden Königreichen machen. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr fauler Zug des Autors. Ich weiß nicht, ob der Autor persönlich dafür verantwortlich ist und oder die Redaktion selbst einfach nur sagte, okay, das ist jetzt der Grund, das hast du so zu schreiben. Dann ist es eben eine sehr, sehr faule Ausrede der Redaktion. Denn wie viel stärker hätte die Nachricht sein können, dass dieser ganze ewig lange Konflikt geboren ist aus menschlichem Fehler. Ich wollte mal gucken, vielleicht überlege ich mir tatsächlich bis zum nächsten Video, wie ich dieses Abenteuer anders gemacht hätte und präsentiere ich euch meine Idee dazu. Ich habe fast aufgehört, dieses Abenteuer zu lesen, als ich die ersten einführenden Seiten dazu gelesen habe und den Grund des Hasses präsentiert bekommen habe. Es hat mich einfach angewidert. So, es ist raus und auf einer Skala von 1 bis 10 Kaffeetassen kriegt dieses Abenteuer von mir eine 4 von 10. Bis zum nächsten Mal.